Hallo, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Johanna Engelke, Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin und das hier ist mein Kanal zum Thema Stimme. Heute kümmern wir uns um das Thema authentisch sprechen bzw. authentisch klingen. Vielleicht kennst du das, dass manche Sprecher, nachdem sie ein bisschen geübt haben, ein wenig übertrieben sprechen und man denkt sich so, huch, was ist jetzt mit denen auf einmal los? Und dabei denken die, dass die genauso klingen wie im Radio. Ja, also so wollen wir auf jeden Fall nicht klingen, also ich jedenfalls nicht, aber ich kenne diese Tendenz zum, jetzt habe ich ja schon ganz viel geübt und ich höre ja auch, wie die das machen und ich versuche das jetzt mal zu kopieren und dann kommt am Ende das bei raus. Vielleicht hast du dich auch gerade ein bisschen geschämt dabei, mir zuzugucken. Das ist auf jeden Fall eine sehr natürliche Reaktion, denn das war ja auch gar nicht ich. Ich habe nämlich in diesem Moment versucht, eine andere Person zu sein und das fühlt man und das fühlt sich nicht gut an. Wie du das wieder verlernen kannst und wie du trotzdem deutlich und schön und lebendig sprechen kannst, ohne dabei unauthentisch zu werden, das zeige ich dir heute in diesem Video. Ich erkläre dir die Fehler, die man machen kann und ich erzähle dir die perfekte Übung, wie du das alles wieder loswirst und trotz super Artikulation immer noch ganz natürlich klingst. Also bleib dran. Einmal ganz kurz vorweg zu den Ursachen. Es hat nämlich einen Grund, warum wir manchmal auf einmal so sprechen, dass es übertrieben klingt. Und zwar versuchen wir dann meistens jemanden zu kopieren. Also zum Beispiel habe ich das Gefühl, irgendwie ist es noch nicht so richtig gut mit meiner Stimmmelodie. Und dann übertreibe ich das total und klinge deswegen nicht mehr so, wie ich eigentlich klinge. Versuche deshalb unbedingt bei dir zu bleiben. Du bist bei dem Punkt, wo du jetzt gerade bist, mit der Deutlichkeit, mit der Lebendigkeit, wo du jetzt gerade bist. Und das ist total okay. Und das wird nicht besser, wenn du sozusagen das versuchst herbeizuführen, sondern es wird besser, indem du einfach weiter an den Themen arbeitest, ohne zu versuchen, da jetzt schon angekommen zu sein. Das ist wirklich der Trick Nummer eins. Versuch einfach wieder ganz normal zu sein und dich zu entspannen. Mit Entspannung wird es auf jeden Fall viel, 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 viel besser. Und es geht dabei nämlich um drei Punkte und die stelle ich dir jetzt vor. Drei Punkte, wo du merken kannst, okay, ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben oder Achtung, Achtung, das könnte in Zukunft eine Falle sein für Unauthentizität. Ein sehr langes Wort. Also, und zwar geht es am Anfang um die Artikulation. Wir lernen ja, dass wir deutlich sprechen sollen. Wir versuchen immer deutlich zu sprechen. Das heißt, all das wollen wir besonders deutlich aussprechen. Zum Beispiel auch das gerollte R kann man dann auch sehr gut hören. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich probe heute eine tolle Probe, dann habe ich total übertrieben mit der Artikulation. Es klingt für dich irgendwie nicht mehr gut. Wichtig ist, dass du gespannt bist in der Artikulation, aber nicht überartikulierst. Es kann eben auch zu viel sein. Also, ich werde ja schon gut verstanden, dann muss ich doch jetzt gar nicht noch mehr machen. Du musst ungefähr gucken, wo das Limit ist von jeder versteht mich gut und dann nicht noch mehr geben. Also versuche eher dich zu entspannen und eine gute Technik zu haben, als mit Druck noch mehr Artikulation herauszubringen. Dann klingst du schon mal gleich viel natürlicher. Der zweite Punkt ist die Stimmmelodie. Also wir können natürlich das, was wir sagen, mit einer Stimmmelodie begleiten, dann klingt es viel lebendiger, das ist toll. Aber es geht nicht darum, jetzt extrem hoch und extrem tief zu sprechen und wir wollen auch nicht die ganze Zeit hoch und runter gehen. Also das sind viel zu große Sprünge. Es ist eher so, dass das, was wir sagen, wenn es uns emotional berührt, automatisch mehr Melodie verursacht. Das heißt, auch da ist es wieder so, nimm es nicht vorweg, sondern bemerke, ah, wenn ich was fühle, dann kommt die Melodie, also auf natürliche Art und Weise und nicht, weil ich so klingen will. Also lass es eher auf dich zukommen, was verursacht die Melodie und nicht, dass du es machst. Auch da ist es eigentlich der gleiche Punkt, aber mit einem anderen Thema. Und bei der Melodie ist es besonders wichtig, weil die klingt halt oft besonders komisch, wenn wir die jetzt total übertreiben. Das machen auch manche Leute im Fernsehen und dann denkt man immer so, oh Gott, ist das nervig. Also da eben eher die Ruhe finden, aber sich trotzdem bewegen lassen. Hoch und runter ist schön, aber eben dosiert. Dritter Punkt sind auch wieder die Emotionen in bestimmten Wortbetonungen. Also ich kann ein Wort normal betonen oder ich kann ein Wort normal betonen. Das heißt, ich mache es übertrieben breit und mache eine Betonung viel zu doll. Auch da, das ist ein bisschen ähnlich wie mit der Melodie. Die Melodie macht eben Ausschwünge nach oben und unten und die Betonung zieht ein Wort nochmal in die Länge und macht es lauter. Da müssen wir eben wieder aufpassen, dass es da auch nicht zu viel wird.
versucht da sozusagen das Maß zu finden. Natürlich ist es schön, Wörter zu betonen und wenn man erstmal auf den Geschmack gekommen ist, dann macht das auch Spaß bzw. gestaltet den Text sehr schön, den wir sprechen, aber du solltest eben da nicht zu viel geben. Also versuch einfach immer zu merken, okay, jetzt habe ich es vielleicht übertrieben, ich bleibe mal wieder mehr bei mir selbst und dann wird es eben wieder alles viel, viel, viel natürlicher. Ich habe dazu eine Übung für dich vorbereitet und zwar, wir lenken uns heute mal ab von den anderen, denn wenn wir so überaffektiert sprechen, dann sind wir meistens mit den anderen sehr beschäftigt. Das heißt, versuch dich mehr wieder auf dich zu konzentrieren. Ich mache dafür eine komplizierte Bewegung, wo ich so denken muss, huch, was mache ich denn hier gerade? Eine liegende 8 in die Hüfte. Versuch eine liegende 8 mit deiner Hüfte zu machen. Das ist gar nicht so einfach. Und wenn es dir zu einfach ist, dann versuch sie, es gibt 3 Dimensionen, da kannst du mal drüber nachdenken, in allen 3 Dimensionen zu machen und dich gedanklich wirklich darauf zu konzentrieren, oh Gott, was mache ich hier für eine komplizierte Bewegung? Und vielleicht merkst du, dass ich jetzt ganz, ganz, ganz natürlich und normal spreche, ohne dabei natürlich Melodie und Artikulation zu vergessen, weil das Technik ist, die mir schon so weit im System drin ist, dass ich sie gar nicht mehr vergessen kann. Aber ich kann mich auf was anderes konzentrieren und dann wird es eben nicht mehr zu viel sein. Das heißt, ich spreche ganz normal, mache aber dabei eine Bewegung. Und wenn du das Gefühl hast, so, jetzt ist es mir noch nicht genug mit dieser komplizierten Bewegung, dann nimm vielleicht erstmal auch nochmal den Blickkontakt weg. Das heißt, du schaust jetzt nochmal irgendwie nach unten. Zum Beispiel könntest du Notizen haben und gehst bewusst aus dem Kontakt raus. Weil dieses Überaffektierte, das hat was mit unserem Gegenüber zu tun. Das wollen wir jetzt ja auf einmal total beeindrucken. Für uns selber im Selbstgespräch hat wahrscheinlich noch niemand überaffektiert gesprochen. Das wäre mal echt ein spannendes Thema. Also wenn du das machst, dann schreib es in die Kommentare. Dann würde ich sehr gerne mal mit dir sprechen, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Aber meistens hat es eben was damit zu tun, wie komme ich rüber und jetzt will ich ja präsentieren und beeindrucken. Das heißt, wir gehen jetzt aus diesem Kontakt raus, gucken nach unten und jetzt sprechen wir nochmal, wie wir ganz normal sprechen würden. Aber nicht, also ohne dass wir quasi unsere Technik vernachlässigen. Wir bleiben bei unserer guten Technik. Die Artikulation bleibt da, die Stimme bleibt lebendig. Aber wir sind einfach wieder ein bisschen mehr bei uns selbst. Und schwupp, fühlt sich alles wieder viel natürlicher an. Du merkst vielleicht, dass es dir dann gar nicht so unangenehm ist, mir zuzugucken, als in dieser Sequenz ganz am Anfang. Du kannst es ja gerne nochmal miteinander vergleichen, wenn du zurückspulst und dieses guckst. Das eine fühlt sich für das Gegenüber normal an, authentisch, okay, so scheint sie zu sein. Und das andere denkt man so, huch, wen spielt sie denn jetzt hier gerade? Und das ist eben genau der Unterschied. Probier die Übung gerne aus und schreib mir in die Kommentare, ob es bei dir geklappt hat. Würde mich sehr freuen. Du kannst dieses Video auch weiterempfehlen an jemanden, wo du das Gefühl hast, so, ja, die Person könnte vielleicht wieder ein wenig mehr Natürlichkeit in ihre Stimme bekommen. Das können auch ganz tolle Sprecher sein, die trotzdem die Natürlichkeit ein bisschen verloren haben. Und auch da hilft es vielleicht einfach diesen kleinen Gedanken so, Moment mal, ich gehe mal wieder mehr in die Entspannung. Schick denen dieses Video, vielleicht hilft es ihnen auch weiter und dir dann auch, weil man hört den natürlichen Sprechern einfach viel, viel lieber zu. Ich hoffe ansonsten, das Video hat dir gefallen und konnte dir weiterhelfen. Du kannst meinen Kanal abonnieren, dann verpasst du nämlich kein einziges Video mehr. Drück auch auf die Glocke, dann wirst du immer erinnert, wenn ein neues Video rauskommt. Ansonsten schau mal auf meiner Internetseite vorbei, stimme-verändern.de. Dort findest du spannende Artikel zum Thema Stimme und Informationen zum Anima Stimmtraining. Wenn du persönlich mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann schreib mir eine E-Mail an johanna@stimmeverändern.de. Ja, ich wünsche dir bis dahin noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Präsentiert von Anima Stimmtraining.